Bin gespannt, ob wir dann im Restaurant wenigstens auch seinen Namen erfahren. Erst will er sich unbedingt mit mir treffen und verspricht mir bahnbrechende Neuigkeiten über die Vorkommnisse auf dem Schiff. Und jetzt ist er nicht da. Männer. So, 5 Minuten gebe ich ihm noch, dann hat er Pech gehabt. Ist da gerade einer über Bord gegangen? Hoffentlich habe ich mich da getäuscht. Ich muss mich getäuscht haben. Wer sollte... Und falls nicht? Was, wenn da jetzt wirklich einer im Meer treibt? Ich werde sicherheitshalber mal dem Kapitän Bescheid sagen. Der wird wissen, was zu tun ist. Und Sie sind ganz sicher, dass jemand über Bord gegangen ist? Ja, also wissen Sie, das war so. Ich saß eben im Restaurant und habe auf jemanden gewartet. Und plötzlich habe ich Stimmen gehört. Das ist auf hoher See nichts Ungewöhnliches. Schon mal was vom Klabautermann gehört? Ich mein's ernst. Da waren diese beiden Männer, die miteinander gekämpft haben. Naja, zumindest habe ich 2 Schatten gesehen, von denen ich den Eindruck hatte, als würden sie miteinander kämpfen. Dann gab's ein lautes Platschen, als ob einer ins Wasser fällt. Und gleichzeitig war nur noch ein Schatten zu sehen. Sie meinen wirklich, da wurde jemand über Bord geworfen? Es sah zumindest so aus. Haben Sie die Männer erkennen können? Nein, ich weiß nur, dass einer der beiden einen langen Pferdeschwanz hatte. Ich dachte zunächst, es wäre eine Frau, aber die Statur schien eher männlich zu sein. Der mit dem Pferdeschwanz war dann nach dem lauten Platschen plötzlich verschwunden. Es gibt nur eine Person an Bord, die einen Pferdeschwanz hat. Unser Schiffsarzt. Ich kann eigentlich nicht wirklich glauben, was Sie mir da gerade erzählt haben. Aber wir können ja einfach mal gemeinsam nachschauen. Der Doktor müsste noch auf der Krankenstation bei Frau Jordan sein. Danke. Sehen Sie, alles in Ordnung. Unser Schiffsarzt kümmert sich aufopferungsvoll um seine Patientin. Sie halten mich jetzt bestimmt für verrückt, oder? Ich war mir echt ziemlich sicher, dass es da einen Kampf gegeben hat und dass einer der beiden über Bord gegangen ist. Nein, ich halte Sie nicht für verrückt. Es war dunkel, da kann so etwas schon mal passieren. Legen Sie sich hin und schlafen Sie ein paar Stunden. Eigentlich... Ich muss dann auch wieder zurück auf die Brücke. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen. Ja, danke, Ihnen auch. Komisch, habe ich mir das echt nur eingebildet? Naja, wenn ich schon mal dabei bin, mich zu blamieren, dann kann ich auch gleich nachschauen, ob meine Verabredung endlich aufgetaucht ist. Na warte, dem werde ich morgen was erzählen. Aber für heute reicht's mir. Ich gehe jetzt erstmal ins Bett. So, jetzt bin ich zumindest halbwegs ausgeschlafen. Und definitiv fit genug, um dem netten Nicht-beim-Abendessen-Auftaucher mal gehörig den Kopf zu waschen. Ich habe doch eben noch ganz deutlich Geräusche gehört. Der Feigling traut sich wohl nicht vor die Tür. Befürchtet er nur einen kräftigen Anschiss oder hat er irgendwas zu verbergen? Vielleicht sollte ich mal auf dem Unterdeck durch das zur Kabine gehörende Bullauge schauen. Was macht der Arzt in dieser Kabine? Und ist es überhaupt der Arzt? Und falls er das tatsächlich ist, warum trägt er eine Perücke? Aber was im Grunde noch viel wichtiger ist, wer behandelt eigentlich Katharina Jordan? Ich sollte dringend mal nach ihr sehen. Oh, deswegen. Deswegen. Ich habe mich schon gefragt, hä? Der sieht doch nicht aus wie der Arzt. Der Arzt hat doch einen Pferdeschwanz und vor allen Dingen dunkle Haare. Und dieser Typ da sieht eher aus wie unser Bloody Mary Mixer, ha? Oh Gott, wie gruselig. Nee, das ist nicht der Arzt. Was macht der Arzt in dieser Kabine? Aber was im Grunde noch viel wichtiger ist... Okay. Er wird mich nicht hören. Und ich halte es auch für keine gute Idee, mich bemerkbar zu machen. Wenn der echte Arzt über Bord gegangen ist und der hier gerade bei Katharina Jordan war, dann sollten wir uns vielleicht Sorgen darum machen, dass sie überhaupt noch lebt, oder? Jetzt steht hier der andere Passagier, aha. So viele Leute haben wir noch nicht gesehen, auch nicht die Eltern von dem kleinen Oscar, ne? Die Tür zur Krankenstation ist abgeschlossen. Die Arme. Hoffentlich geht's ihr bald wieder besser. Ich mag sie ja nicht besonders, aber irgendwie liegt sie da ein bisschen komisch. So verdreht. So liegt doch kein Mensch. Da stimmt was ganz und gar nicht. Der Kapitän wird mich zwar endgültig für verrückt erklären, aber wenn da wirklich was passiert ist, dann muss sich schnellstens jemand drum kümmern. Ja, das sieht doch ziemlich tot aus. Mausetot, würde ich mal sagen. Ach Mensch, nur diese ganzen Botengänge hier.
Hallo. Kann ich was für Sie tun? Ich war vorhin an der Krankenstation und mit dieser Katharina Jordan stimmt irgendwas nicht. Ich kann zwar nicht sagen, dass sie mir besonders sympathisch wäre, aber sie lag derart verdreht auf ihrem Krankenlager. Machen Sie sich keine Sorgen. Unser Schiffsarzt ist ein ausgezeichneter Mann. Der versteht sein Handwerk. Das mag durchaus sein, aber von dem war weit und breit nichts zu sehen. Glauben Sie wirklich, der Doktor würde seine Patientin so einfach wegsterben lassen? Ich unterhalte mich hier ja auch gerade mit Ihnen und achte trotzdem immer ganz genau darauf, dass wir auf Kurs bleiben. Vertrauen Sie den Fachleuten einfach. Die wissen schon, was sie tun. Mir würden jetzt ganz spontan ungefähr 1200 Gegenbeispiele einfallen. Aber ohne einen handfesten Beweis werde ich den Kapitän kaum von meinen Zweifeln überzeugen können. Ihr Arzt, trägt er eigentlich eine Perücke? Nicht, dass ich wüsste. Wieso? Er treibt sich gerade in einer der Passagierkabinen rum. Und er trägt definitiv eine Perücke. Hören Sie, ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber Sie haben schon so einige Merkwürdigkeiten hier an Bord erlebt. Vertauschte Koffer, verschwundene Handtaschen, über Bord gegangene Ärzte. Wollen Sie damit sagen? Ich will damit gar nichts sagen. Aber schauen Sie mal, ich habe wirklich genug mit diesem Schiff zu tun und kann mich nicht auch noch um das Unterhaltungsprogramm der Passagiere kümmern. Also legen Sie sich einfach in einen der Liegestühle und genießen Sie die Reise. Aber mache ich irgendwie den Eindruck einer gelangweilten Tussi, die sich den ganzen Kram hier nur ausdenkt, um im Mittelpunkt zu stehen? Anscheinend ja. Ich brauche also einen Beweis. Na, dann wollen wir mal einen besorgen. Ich überlasse Sie jetzt besser wieder Ihrer Arbeit. Danke. Beweise, dass der Arzt nicht der Arzt ist, oder was? Also ich fand ja, dass er von hinten aussah wie der Barkeeper. Ach, das ist jetzt auch ein ganz anderer Barkeeper, ha? Huh? Bevor ich ihn frage, ich glaube, der trägt die Ohrendinger wegen Oscar-Wette, werde ich erstmal mit Oscar reden. Vielleicht hat er nämlich was gesehen oder weiß was über die Wachablösung hier vorne an der Coconut Bar. Schöne Trommeln hast du da. Das sind Bongos. Oh, entschuldige, wie konnte ich nur? Kein Problem. Du machst einen ganz schönen Lärm mit den Dingern. Kannst du dir nicht eine andere Beschäftigung suchen? Doch, klar. Welche? Na, Tischtennis zum Beispiel. Hab ich ja vorher gespielt. Aber dann ist mir der letzte Ball ins Meer gefallen. Oh, na, wie wär's dann mit Schwimmen? Nö, ist total langweilig. Ja, dann, wie wär's mit Lesen? Noch langweiliger. Ich sehe schon, es wird nicht leicht, dich dazu zu bringen, mit dem Trommeln aufzuhören. Stimmt, das wird es ganz sicher nicht. Keine Sorge, mir fällt schon was ein. Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Rotzlöffel. Ich mag ihn, aber an dem Prädikat Rotzlöffel kommt man kaum vorbei. Best Boy! Ich überlasse dich und dieses Deck dann mal wieder dem gnadenlosen Lärm. Juhu! Habe ich nicht irgendwas, was ich ihm zum Spielen anbieten kann? Verkleidung zum Beispiel? Moment. Schade. Na gut, ein Magazin. Vielleicht will er das... Nein, auch nicht. Es ist auch eher ein Magazin für Frauen, ha? Huh? Warum haben Sie denn jetzt auch noch den Posten des Barkeepers eingenommen? Waren Sie als Portier nicht ausgelastet? Doch, mehr als ausreichend. Aber was soll ich machen? Besondere Umstände erfordern nun mal besondere Maßnahmen. Ja, wem sagen Sie das? Wo ist denn Ihr Kollege? Eine gute Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Und wenn ich ihn treffe, dann kann er sich auf einiges gefasst machen. Die Frage ist, hat das Verschwinden des Barkeepers zu bedeuten, dass er was mit den Geschehnissen des gestrigen Tages zu tun hat? Und wenn ja, ist er Opfer oder Täter? Ich sollte auf jeden Fall Augen und Ohren offen halten, damit ich nicht die Nächste bin, um die man sich Sorgen machen muss. Also momentan ist die Sache, wie ich finde, ziemlich offensichtlich. Der Barkeeper ist der Täter, denn er ist auch derjenige, der den Bloody Mary gemischt hat. Er ist derjenige, der jetzt mit einer Perücke rumrennt. Also von hinten sieht er halt echt so aus. Die anderen Herren hier auf dem Schiff bisher waren doch ziemlich markant. Wie lange trommelt der kleine Oscar denn schon? Mir kommt es wie eine Ewigkeit vor. Aber das mag vermutlich ein sehr subjektiver Eindruck sein. Ja, vermutlich.
Können Sie ihn nicht zu einer kleineren oder größeren Pause überreden? Das habe ich bereits versucht, was allerdings ein böser Fehler war. Vermutlich hätte der Bengel längst aufgehört, wenn er nun nicht genau wüsste, dass er mich damit ärgert. Und das lassen Sie sich gefallen? Er ist der Sohn des Kapitäns. Verstehe. Aber vielleicht schaffen Sie es ja. Meine ewige Dankbarkeit wäre Ihnen gewiss. Ich will nichts versprechen, aber ich kann es ja mal versuchen. Ach, deshalb habe ich noch keine Mutter oder Vater getroffen. Weil ich den Vater schon längst getroffen habe. Oh Mann. Lohnt sich das Öffnen der Bar eigentlich? Ist ja nicht besonders viel los. Genau genommen ist hier rein gar nichts los. Aber das ist bei dem Krach ja auch kein Wunder. Wer möchte sich schon freiwillig stundenlang unrhythmisches Trommeln anhören? Aber solange keine Gäste da sind, kann ich dem Krach wenigstens mittels meines MP3-Spielers entgehen. Ich bin erstmal wieder weg. Sollte mir der eigentliche Barkeeper über den Weg laufen, dann schicke ich ihn sofort zu Ihnen, okay? Ich wäre Ihnen sehr verbunden. Ich weiß aber, was er meint. Wäre es rhythmisches Trommeln, dann würde mir das wahrscheinlich gar nicht negativ auffallen. Aber momentan, das ist ja eine Katastrophe. Ach, er ist weg. Sonnenliege, Sonnenliege. Sieht bequem aus. Tja, ich kann nicht nach da hinten, oder? Ich glaube, dass die Fenster der Bar zur anderen Seite hingehen, oder? Bar, die ist irgendwie hier. Also nicht die Bar, sondern das Restaurant. Ich guck mal unten, ob der immer noch da ist. Fremde Kabine, diese Perücke und dann die Kampfszene gestern Nacht. Auch wenn sich der Kapitän scheinbar um nichts anderes kümmern kann, als imaginären Eisbergen auszuweichen. Wenn ich ihm einen eindeutigen Beweis liefere, dass hier etwas Seltsames vor sich geht, wird er sich dem kaum noch verschließen können. Gut. Gibt's hier sonst noch was ich mir angucken könnte in diesem Zimmer? Nein. Wie steht's denn mit der Kabine? Das müsste Kabine Nummer 4 sein. Hier gibt's gar nichts. Okay. So, ich habe natürlich die Option, mit ihm zu sprechen. Jemand hat meine Klingel wieder abgemacht. Warum? Hey, damit konnte man wunderbar nach dem Portier rufen. Oh. Okay, ich guck mal hier ins Restaurant. Da liegt was auf dem Boden, oder? Alufolie? Eine Rolle Alufolie. Warum? Oh. Wen haben wir denn da? Ups. Oh, und was steht da hinten? Was ist das? Ein Kartenhaus. Wahrzeichen gebastelt aus Dingen, die man hier an Bord findet, würde ich sagen. Einige der berühmtesten Wahrzeichen Europas, auch wenn der Wiedererkennungswert bei den meisten eher gering ist. Ich hatte gehofft, dass er heute nicht ganz so schmierig aussieht, aber auch diese Hoffnung kann ich hiermit begraben. Und leider sieht er auch nicht verbrannt aus. Hallo, ich... Hallo, schöne Frau. Das trifft sich ja gut, dass ich Sie hier treffe. Haben Sie schon an unserer fantastischen Verlosung teilgenommen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Na, dann wird's aber Zeit. Sonst verpassen Sie noch einen unserer tollen Preise. Und die wären? Ich habe mich ja noch gar nicht richtig vorgestellt. Dass ich Fleming Olsen heiße, wissen Sie ja mit Sicherheit noch, oder? Nein, aber Namen sind Schall und Rauch. Ich erinnere mich auch so noch sehr genau an Sie. Prima. Ich hinterlasse bei den meisten Menschen einen bleibenden Eindruck. Hat man mich einmal getroffen, dann vergisst man mich so schnell nicht wieder. Ja, das kann man wohl sagen. Was Sie aber bestimmt noch nicht wussten, ich komme von Sonnenpfeilreisen, dem größten und vor allem beliebtesten Reiseveranstalter Europas. Um Gottes Willen. Wir organisieren Busreisen zu allen möglichen und unmöglichen Reisezielen. Sie suchen eins aus, wir bringen Sie hin. Aber nicht einfach nur so. Unsere Komfortbusse ermöglichen Ihnen, ausgeschlafen und ausgeruht an Ihrem Reiseziel anzukommen. Und? Prima. Was ist denn nun mit der Verlosung? Ach ja, hätte ich fast vergessen. Selbst nach so vielen Jahren gerate ich nämlich immer noch ins Schwärmen, wenn ich an die tollen Möglichkeiten denke, die wir unseren Kunden bieten.
Da wären zum Beispiel... Einige Zeit später. Ja, super. Was? Verlosung. Das sieht aus wie ein Tennisball, ne? Ich dachte erst, es wäre aus Karten gebaut, aber ist wohl doch nicht. Es sieht nur hier oben aus wie Skatkarten oder so. Und ich dachte erst, das hier wäre aus Zahnstochern gebaut worden. Und hier unten sieht das Ganze ja nur wirklich ein bisschen aus wie irgendwelche Schokoriegel. Wie ist denn das mit der Verlosung? Was genau kann ich gewinnen? Und wie? Ja, gut, dass Sie fragen. Sie sehen hier auf dem Tisch ja schon ein paar Wahrzeichen einiger Tourenziele, die wir bei Sonnenpfeilreisen anbieten. Jeder, der teilnehmen will, muss nur das Wahrzeichen einer dieser Städte nachbauen. Schon hat er die Chance auf ein unglaubliches Erlebnis, das er nie vergessen wird. Ja, ich kenne auch einige Leute, die mit dieser Gesellschaft gefahren sind und das bis an ihr Lebensende vermutlich nicht mehr vergessen können. Wie gesagt, einige Passagiere haben bereits teilgenommen, deshalb stehen nicht mehr alle Städte zur Wahl. Aber noch ist die Auswahl trotzdem recht groß. Paris, London, Brüssel und Wien. Suchen Sie sich aus, welches Wahrzeichen Sie nachbauen wollen. Und dann gewinne ich eine Reise? Unter allen Teilnehmern wird eine Reise aus unserem überwältigenden Angebot verlost. Und wenn ich gewinne, kann ich mir dann aussuchen, wohin? Sie müssen sich dann um gar nichts mehr kümmern. Wir holen Sie quasi vor Ihrer Haustür ab und bringen Sie bis ans Zielhotel. Auch die Ausflüge sind für Sie natürlich selbstverständlich kostenlos. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Kann ich mir das Reiseziel aussuchen? Auch das übernehmen wir für Sie. Bauen Sie einfach eines der noch fehlenden Wahrzeichen nach und Sie erhalten von mir eine Lottokugel mit Ihrer Nummer drauf. Im nächsten Hafen bringt jeder seine Kugel mit, wenn von mir persönlich der glückliche Gewinner einer großartigen Reise gezogen wird. Aha. Brüssel, ja? Atomium vielleicht? Ich bin dann erstmal wieder weg. Schade. Aber kommen Sie gerne jederzeit wieder vorbei. Ich freue mich immer über charmante Gesellschaft. Ja, darüber würde ich mich auch freuen. Ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, warum über meinem Bett dieses Bild mit dem Atomium hängt. Ich glaube, die ganzen verloren gegangenen Tischtennisbälle werden mir noch helfen, an dieser Verlosung hier teilzunehmen. Oh Gott, ist er schrecklich. Er ist so furchtbar. So, aber außer Alufolie habe ich hier noch was Neues? Nee. Dann gehen wir raus. Ah, wartet. Ich habe doch auch Zahnstocher, oder? Nein, dann mache ich das mit... Ja, genau, ich mache das mit Marzipankartoffeln. Jetzt komm schon, zeig mir das hier. Wie wäre es damit? Scheiße. Vielleicht muss ich das unten erstmal nochmal genau angucken. Und dann vielleicht die Marzipankartoffeln und die Zahnstocher mit dem Bild kombinieren oder so. Aber erstmal reden wir mit ihm hier. Er schaut sich voller Begeisterung die Fotos an der Wand an. Hallo, Herr Lee. Hallo, Frau Kalenko. Sind Sie ausschließlich zur Erholung an Bord? Ich halte das so wie Sie. Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Ich bin unterwegs zu einer Tagung der IFEPA. Darf ich fragen? Klar, der Internationalen Vereinigung der Entdecker von Prominenten im Alltag. Darf ich nochmal fragen? Es gibt doch in fast jeder Zeitschrift diese sensationellen Schnappschüsse von Prominenten in möglichst peinlichen Situationen. Ja, an denen kommt man ja kaum vorbei. Wir sind ebenfalls auf der Jagd nach Fotos von Berühmtheiten. Aber wir klettern nicht auf Bäume und wir kriechen auch nicht durch die Kanalisation. Wir haben einen Ehrenkodex. Aha. Es geht darum, den Prominenten in einer ganz alltäglichen Situation in der Öffentlichkeit zu erwischen. Also beispielsweise beim Einkaufen im Supermarkt oder beim Autofahren oder während eines Spaziergangs. Klingt interessant. Witzig. Ich dachte immer, Chinesen könnten kein R aussprechen. Und ich dachte immer, Russen würden den ganzen Tag nur Wodka trinken. Ja, es geht doch nichts über Klischees und Vorurteile. Eine hübsche Sammlung an Fotoapparaten haben Sie da. Sind die nicht ganz schön schwer? Doch, sind sie. Aber es ist mir mal passiert, dass ich Gina Turner in einem Autohaus getroffen habe. Mir kamen fast die Tränen vor Freude. Und dann hat der Fotoapparat nicht funktioniert. Keine Ahnung warum, er ging einfach nicht. Von diesem Trauma habe ich mich bis heute nicht wieder so richtig erholt. Nachvollziehbar. Tja, seitdem habe ich immer mindestens 3 verschiedene Kameras dabei, damit mir so etwas nie wieder passieren kann.
Wow, ein Leben mit Kameras. Aber das ist natürlich auch ein tierisches Trauma, wenn man den Schnappschuss von Gina Turner verpasst. Sie scheinen ja völlig fasziniert von den Fotos zu sein. Meine Faszination hält sich bisher, ehrlich gesagt, in engen Grenzen. Nur die unbekannte Schönheit unter der Birke ist wirklich faszinierend. Allerdings ist sie, glaube ich, nicht prominent. Zumindest noch nicht. Aber vielleicht kommt das ja noch. Und es hat ja auch jeder mal klein angefangen. Mein erster Promi war damals übrigens Sophia Loren, die sich bei einer Kaufhauseröffnung aus Versehen etwas zu lange über einem Lüftungsgitter aufhielt. Leider stellte sich heraus, dass es gar nicht Sophia Loren, sondern irgendein Double war. Und es war auch kein Versehen, sondern vom Kaufhausbesitzer genauso geplant. Trotzdem war es der Beginn meiner Leidenschaft für Promi-Fotos. Und die Fotos an der Wand können nicht einmal mit einem Sophia Loren-Double mithalten? Bislang noch nicht, aber ich habe auch noch nicht alle Fotos angeschaut. Vielleicht kommt ja noch ein echter Kracher. Allerdings bin ich in dieser Beziehung mittlerweile ziemlich verwöhnt. Mich reizen nur noch echte Stars. Und die würden sich vermutlich kaum auf so einem Schiff rumtreiben. Wer weiß, Wunder gibt es immer wieder. Da haben Sie auch wieder recht. Meistens trifft man Promis genau da, wo man sie am wenigsten vermutet. Mir ist zum Beispiel mal ein Bundeskanzler auf der Damentoilette begegnet. Das war dem vielleicht peinlich. Das kann ich mir vorstellen. Aber was haben Sie denn auf der Damentoilette gemacht? Das ist eine lange Geschichte, die, Sie würden das vermutlich nicht verstehen. Nein, vermutlich nicht. Wahrscheinlich hat er irgendeinem Damenstar bzw. einem weiblichen Star aufgelauert. Ist doch gar nicht so, also ich meine jetzt, wo ich weiß, naja, egal. Aha, aber das wäre Paparazzi, ne? Haha, und das würde seinem Ehrenkodex widersprechen. Ja gut, ich verstehe schon, warum du da nicht rüberreden möchtest. Könnte ich mir wohl mal eine Ihrer Kameras ausleihen? Tut mir leid, aber die verleihe ich nie. Seit der Geschichte damals mit Gina Turner. Ja, schon klar. Aber es wäre nur für ganz kurz. Nur die Polaroid und es wäre wirklich ganz extrem wichtig. Bedauere, aber wenn aus irgendwelchen Gründen jetzt plötzlich doch noch ein Promi auftauchen sollte, meine anderen Kameras würden nicht funktionieren und der Promi hätte das Schiff wieder verlassen, bevor Sie mit der Kamera wieder da sind. Meinen Sie nicht, dass die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario deutlich niedriger liegt als das Risiko, hier und jetzt von einer Kokosnuss erschlagen zu werden? Sie werden überrascht sein, wie viele Leute... Schon gut, ich sehe schon, mit Argumenten kann man Ihnen nicht kommen. Falls mir noch ein paar Promis über den Weg laufen sollten, gebe ich Ihnen Bescheid. Das wäre nett. Und dabei wäre es doch jetzt so einfach gewesen, mit der Polaroid ein Foto von dem, ich sage jetzt einfach mal, Barkeeper zu machen, der da auf dem Bett sitzt und die Perücke neben sich liegen hat. Ich habe hier einmal Schlüsselkarte für... Ja, ich habe doch die Schlüsselkarte noch für Ihr Zimmer. Vielleicht finde ich da jetzt noch was.